Hi everybody, Mikey G hier, Mike, und willkommen zurück zu Unterwegs in Düsterburg. Freunde, was war letztes Mal los? Also ich weiß, ich sage das so oft gerade, aber meine Güte, dieses Game hat so viele Sachen parat. Wir haben versucht, den Mord an Herrn von Junst aufzuklären und sind leider in eine Sackgasse gerannt. Ja, zumindest vorerst. Wobei eigentlich meiner Meinung nach unsere Beweisführung recht plausibel war. Alles hat auf Derlef geschlossen. Aber da war's nicht. Beziehungsweise Herr Bloch sagte, kennt sich auch mit Giften aus und was auch immer. Schauen wir mal weiter. Uns hat am letzten Mal jemand an die Tür geklopft. Und wir schauen mal, wer da ist. Derlef, ich hätte hier als letztes erwartet. Sprechen Sie bitte nicht derartig laut. Ich habe Ihnen ein Geheimnis von großer Tragweite anzuvertrauen. Wenn das ein Geständnis sein soll, dann frage ich mich, wieso ihr gerade jetzt damit kommt. Herr Grandy, durch Ihre beherzten Ermittlungen haben Sie uns bewiesen, dass Ihnen etwas am Schicksal seiner Herrschaft liegt. Wir gehen ferner davon aus, dass Sie auch in allen anderen Punkten die Wahrheit gesagt haben. Wir? Deswegen haben wir beschlossen, uns Ihnen zu offenbaren, Herr Grandy. Wir? Kommen Sie bitte mit Ihren Freunden in das Arbeitszimmer seiner Herrschaft. Aber bitte gehen Sie äußerst unauffällig vor. Das Beste wird sein, wenn Sie sich niemandem zeigen, Herr Grandy. In Ordnung, der Herr Derlef. Wir sehen uns gleich. Okay. Okay, das heißt ohne Tarius. Aber das macht ja wohl nichts. Wer war denn an der Tür? Ich habe langsam angefangen, mir Sorgen zu machen. Es war Derlef und irgendwie war er komisch. Sprach davon, dass wir wohl doch immer die Wahrheit gesagt hätten. Und nun will er sich uns offenbaren. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber wir sollen unauffällig ins Arbeitszimmer kommen. Dann lass uns rasch noch Tarius abholen. Ich muss mich sowieso noch für seinen Streit vorhin entschuldigen. Das müssen wir wohl leider auf später verschieben. Tarius ist wohl bei Frau Serena und Derlef sagte, wir sollten uns niemandem zeigen. Na gut, ist vielleicht auch besser, wenn wir die beiden alleine lassen. Tarius ist zwar mein kleiner Bruder, aber ich habe kein Recht, ihn wie ein Kind zu behandeln. Also los. Tja, nix wie los, Freunde. Ganz unauffällig. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns da drin erwartet. Ja, und nicht erst, und ihr, Freunde? Herr von Junst? Ich denke, ich habe euch ein Geständnis zu machen. Kommt herein und lasst uns reden. Okay. Folgt mir bitte. Was hat das alles zu bedeuten, Herr von Junst? Nur Geduld. Wir können hier nicht ungestört reden, also folgt mir nun. Okay. Okay. Okay, folge ihm bitte. Bitte folgen? Hallo? Oh oh. Was ist jetzt kaputt, Freunde? Oh nein, bitte nicht. Das hatten wir in Flame of the Rebellion schon. Oh ja, Sie sind es, Herr von Junst. Oh, was für ein Geständnis haben Sie uns denn zu machen? Ich gehe jetzt mal auf die Seite. Vielleicht hängt das Game sich da nicht auf. Tatsache. Freunde! Oh, da hat Grandy wohl nicht aufgepasst beim Programmieren. Habt ihr das gerade gesehen? Herr Junst musste nach rechts und nach oben laufen. Und ich stand rechts neben ihm. Grandy ist nicht aus dem Weg gegangen, also Gamebreaker-Glitch. Verdammt! Bin ein bisschen sprachlos gerade, weil das Game so flawless bis jetzt ist in seiner Ausführung. Aber gut. Ich habe schon einen Schreck bekommen, Freunde, wenn ich an Flame of the Rebellion wieder denke. Na gut, es hat ja auch letztlich geklappt. Hihi. Aber das könnte man anders angucken. So. Ihr müsst wissen, in den Jahren meiner Tätigkeit als Beschreiber von Okkulten habe ich mir so einige Tricks abgeschaut. Oh. Nice.
Noch ein Bild. Wer soll das denn bitte sein? Nun, das ist ein altes Porträt. Ihr meint, das seid ihr in jungen Jahren? Ja, schmeichelt jetzt nicht unbedingt so arg, mein Freund. Ausländische Titel. Cultus de Skull. De Fermis Mysteris. Kitab al-Azif. Bla. Guck mir die anderen Bücher aus an. Die Geisterjäger. Haus der tausend Leichname. Der Hexenhammer. Oh, der Hexenhammer. Ja, Freunde. Hier kriegt man einen richtigen Geschichtsunterricht in diesem Spiel. Es ist ja Wahnsinn. Was war der Hexenhammer? Wisst ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare runter. War eine ganz, ganz böse Sache in einer ganz frühen Zeit. War ganz böse. Armee der Finsternis. So eine tolle Filmserie. Wer kennt die, Freunde? Wer kennt die? Wer hat die gesehen? Super Sache. Ich sag mal. Name's Ash. Housewares. Super Kerl. Das Herz der Dunkelheit, die Totenkopfinsel. Das Buch des Ibon. Die namenlosen Verse, Beschwörungen. Der Unhold aus dem Grabe, die Männer in Schwarz. Das Kaki-Dreieck. Ja, Kaki ist eine schlimme Farbe, Freunde. Ja, okay, was hast du uns zu sagen? Herr von Junst, was hat dies alles zu bedeuten? Nun, um der Wahrheit die Ehre zu geben, ich habe meinen Tod vorgetäuscht. Nein! Nein! Wirklich? Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Soweit war ich auch beinahe. Aber wie und weshalb? Ich benutzte einen gewissen Trank, welcher den Körper in einen todesähnlichen Zustand versetzt. Er wird oft in Tragödien erwähnt. Aber zum Grunde meines Entschlusses. Ich wollte meinen Häschern zuvorkommen. Hä? Ich schreibe an einem wichtigen Buch, Herr Grandy, an einem wahren Magnus Opus. Von unaussprechlichen Kulten ist viel weniger Fiktion, viel weniger Roman, als es meine anderen Werke bisher waren. Es ist eine Art Standwerk der finsteren Kulte und Rituale, ein Kompendium des dunklen Wissens. Und wer will sie deswegen töten? Ein wütender Lektor? Die dunklen Mächte selbst haben es schon lange Zeit auf mich abgesehen. Ich wusste, dass bald ein Gesandter kommen würde, um mich zu töten. Und wieso habt ihr euren Plan gerade jetzt in die Tat umgesetzt? Ich meine, euren Tod vorzutäuschen. Ihr müsst mich verstehen. Das Haus ist voller Leute, die einen Grund hätten, mir den Garaus zu machen. Und dann kommen angebliche Bekannte eines lange verschollenen Freundes an meine Tür und bringen den Sohn des dunklen Gottes mit. Außer Derlef weiß niemand von meinem Plan. Und ich möchte es dabei belassen. Tot bin ich sicherer als lebendig. Wenn man es so betrachtet, macht es irgendwie Sinn. Aber nun vertraut ihr uns? Denkt nicht, ich wäre leichtgläubig. Allein ich sah, welch Mühen ihr auf euch nahmt, um meinen Mörder zu finden. Und das gemahnte mich an den guten Dankwart. Ich begann euch eure Freundschaft zu ihm zu glauben. Und ich fasste Vertrauen. Denn ich brauche eure Hilfe. Hilfe? Warum benötigt ihr uns denn? Ihr sollt die einzige Person unschädlich machen, die ich außer euch in Verdacht hatte. Den wahren Gesandten des dunklen Kultes. Lass mich raten! Eine Person, die mit einer bekannten Person von uns zusammen ist jetzt. Richtig? Und um wen handelt es sich dabei, Herrn von Junst? Tada! Called it! Frau Serena. War ja klar. Was? Es ist kein Zweifel möglich. Ich machte bei ihr wie bei euch das vorische Zeichen. Sie ist eine Getreue des Bösen, Grandy. Euer finsterer Begleiter wird es, so die Geschichten stimmen, bestätigen können.
Frau Serena trägt den Makel der Finsternis mit sich. Oh nein, Tarius! Wie? Oh nein, wir müssen sofort zu ihm. Er ist womöglich in schlimmer Gefahr. Sagt nicht, der junge Mann ist bei ihr. Das ist schlecht, sehr schlecht. Beeilt euch, holt ihn her. Vielleicht kann ich noch etwas tun. Oh nein, Tarius, Tarius! Oh nein, Tarius! Oh nein, Tarius! Oh nein, Tarius! Das war nicht Frau Serenas Zimmer. Das war das hier oben. Verdammt, wir sind zu spät. Sie sind beide verschwunden. Lass uns schnell zurück zu Herrn von Jüngst. Vielleicht ahnt er, wohin sie verschwunden sind. Was mache ich denn da? Mist, Freunde, wo könnten die nur hin sein? Oh nein, was ist, wenn die auch so eine Art Vampir ist oder was auch immer? Das ist überhaupt nicht gut. Herr Jüngst. Ich sehe euch ohne euren jungen Freund zurückkehren. Was ist geschehen? Serena hat sich mit Tarius aus dem Staub gemacht. Was weiß ich, wo sie ihn behext hat, damit er ihr folgt. Die Liebe ist ein harter Gebieter, vor allem, wenn man das erste Mal von ihr kosten darf. Ihr kennt diese Frau doch. Wohin könnte sie gegangen sein? Sie hat doch sicher eine Unterkunft. Die Straße runter bis zum Brunnen. Es ist das einzige Fachwerkhaus direkt am Platz. Straße runter am Brunnen. Okay, hoffentlich ist es nicht zu spät. Oh, Freunde, wo haben wir uns da nur reingegeben? Der arme Tarius. Ich renne schon wieder gegen sämtliche Türrahmen hier. Nichts wie raus hier. Oh, es ist dunkel geworden. So, wir speichern mal schnell zwischen, Freunde. So. Runter. Unten am Brunnen. Also unten in Altenberg. Brunnen, Fachwerkhaus. Das hier. Hier ist ja zappenduster. Oh, Freunde, war das Haus nicht zu, wo wir das erste Mal durch Königsberg sind? Soll ich Licht machen? Dann kannst du auch gleich die Trommel auspacken und ein Lied anstimmen. Recht hat sie. Oh, Freunde, die Musik gefällt mir nicht. Ich möchte gar nicht die Tür aufmachen. Abends und durch. Die Tür gehört mal geölt. Wie sieht denn unsere Stats aus? Ach stimmt, uns haben... Oh. Hä? Wann haben wir gekämpft? Egal. Da war was. Du machst mich noch ganz kirre. Oh Mann, Freunde, mir gefällt es nicht. Ich wollte doch nur unterwegs in Düsterburg spielen und kein Horrorgame. Schaut mal, was diese da in ihren Küchenschränken verstaut. Ha, nice. Elixiere können wir immer bauen. Nicht wahr? Okay. Nix wie rein da. Okay. Nichts Auffälliges. Grandy, wir haben keine Zeit, Frau Serenas Unterlagen zu durchsuchen. Warum denn nicht? Oh nein, Tarius! Sag doch was, kleiner Bruder. Er ist tot. Aber das darf nicht sein. So darf es nicht enden. Nicht auf diese Weise. Wir müssen weiter, Libra. Die Frau kann noch nicht weit sein. Dann geht doch. Dann geht sie doch suchen, ihr zwei. Vergießt meinethalber noch mehr Blut, als sei noch schon genug geflossen. Merfa hat recht. Wir müssen jetzt... Wir können jetzt nichts für ihn tun, als zu verhindern, dass sein Mörder noch weitere Untaten verrichten können. Schnell! Es ist noch jemand im Haus! Reiß dich zusammen, Libra! Es ist mir schon klar, dass ihr in diesem Anblick, dieser Anblick gewohnt seid. Für dich ist das sicher ganz Alltägliches, aber ich bin noch nicht so weit. Als Gesang... In Ordnung bleibt Tarius. Ja, sollte da bleiben, ist jetzt egal. Ich verstehe dich, Libra. Wir gehen jetzt an seine Seite bleiben. Merfa, das machen wir zu zweit. Auf in den Kampf! Ha, im Schwert hier rumrennen. Das kriegen wir schon ohne Libra hin. Sind sie raus? Vampire! Oh, drei Stück. Zwei Stück. Alle auf einmal, der Meister wird zufrieden sein. Oh, doch drei. Na super! Das kann ja was werden, Freunde. Okay. Oh Mist! Was habe ich nur getan? Und wir können es jetzt nicht verbösen. Okay, Freunde. Das wird jetzt interessant.
Was ist denn? Vampiroma. Vampiroma. Super. Vampiroma-Angriff. Eine erdrückende Kraft der Finsternis. Auf einen Gegner. Wir müssen Flächenzauber anwenden, so gut wir können. Weicht aus. Bitte was? Ja, ziehen wir das erste Mal den guten Merfer in Angriffsposition. Ich bin froh, dass wir so viele... Moment mal, wir haben doch ein Vampirschwert. Was mache ich denn da? Verdammt. Die namenlosen Scharen. Na gut. Aber... Grandy, Heilung. Heiltrank. Merfer. Na komm, die eine Runde stehen wir auch noch so durch. Ja. Jeder heilt sich. Gut. Puh, das wäre ins Auge gegangen mit Merfer. Okay, Grandy heilt sich auch nochmal und... Verdammnis! Sterb, ihr Widerlichen! Jämmerlichen! So. Der platzierte Angriff muss doch funktionieren. Jetzt Verfall. Ha, Treffer. Die Lache finde ich super. Okay, lange hält es nicht mehr aus. Vor allem mit unserem Vampirblender und Spalter. Ey, das war unfair. Okay, wir bauen auf die Zauber. Denn so viel kann die Gute dann nicht mehr ausrichten, nicht wahr? Mist, jetzt verdrückt. Manfred hat recht. An euch ist mehr dran, als das Auge sieht. Ergebt euch und spürt meine Klinge! Dafür müsst ihr mich erstmal kriegen. Mist, die ist schneller! Oh nein, bleib hier! Oh nein, sie gewinnt weiter an Vorsprung! Bleib hier, verdammtes Dämonenweib! Oh, sie will nach Clipping! Hier geblieben! Oh Mist, ich hab's erst in den Augen verloren. Sie will zum Düsterbrocken hoch. Freunde, wir dürfen sie nicht verlieren. Boah, ist die schnell. Am Hang hat sie uns glatt abgehängt. Wenn die Diener des dunklen Gottes eins können, dann ist das Rennen. Aber von hier aus kommt man nicht weg. Außer diesem Pfad gibt es keinen Zugang. Da oben läuft was rum. Oh, Gule. Okay, wir heilen uns erstmal. Elixier. Merfe. Sehr gut. Granny braucht keins, der kriegt ein Heilkraut. Gut. Nochmal speichern. Und ab in den Kampf. Oh nein, Fledermausschwarm. Ich hasse die Viecher. Okay, hilft alles nichts. Wir kümmern uns um die Vampire. Merfer macht alle platt. Oh, der erste Angriff trifft nie. Okay, Freunde. Das werden ein paar happige Kämpfe. Aber dann müssen wir durch. Der Angriff von Perez. Verdammnis. Ha! Das war einfach. Oh, diese Fledermausschwärme, die nerven. Ohne Witz. Das ist eine der nervigsten Dinge, die Grandy jemals in ein Game eingebaut hat. Also in dieses Game. Ich kenne keine anderen Games von ihm. Genau, wenn jemand ein Game von ein anderes Spiel von Grandy kennt, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Hat er gar noch was gemacht? Elende Vampire! So, jetzt sind noch die Schwärme dran. Wollen wir den Schaden mit den normalen Waffen machen? Ah, nicht wirklich. Es ist unfassbar, aber wir machen auch kaum noch Schaden. Auf letzten Drücker, ey, ne? So, jawoll. Grandy Stufe 39. Wir metzeln. Was wird eigentlich aus diesen Biestern? Auf Schloss Düsterburg sind wir auf Vampire getroffen, aber... Entschuldigung, das war unerwartet. Genau, wo war ich am? Die wir unsere Waffen nicht besiegen konnten. Das waren entweder Blutsager aus Warnfrieds Brut oder aber sehr alte und mächtige Vampire. Das hier hingegen sind mindere Vampire. Die vergehen in einem Meer aus Flammen und Gestank und landen direkt in den Knochenmühlen des dunklen Gottes, den sie verehren. Ich vermute, diese Vampire hier wurden von einem Boten Warnfrieds geschaffen. Als Leibwache. Für den Fall, dass seine Pläne mit Düsterburg fehlschlagen. Ja, das vermute ich auch. Gegenstände.
Wieso haben wir nicht so viele Elixiere gekauft? Ja. Melfer, zack. Verschwendung, so. Voll geheilt. Nochmal speichern. Vor sie ist die Mutter der Porzellankiste. Gott, wie lange habe ich den Satz nicht mehr gesagt, geschweige denn gehört. Ein Grab. Das ist doch das übliche Versteck für einen Vampir. Da habt ihr sicher recht, aber gerade folgen wir einer anderen Gefährten. Oh, stimmt, wir waren ja im Etwas-Tun. Und lasst uns halt mal ein bisschen ablenken. Von Kämpfen mit Vampiren und elenden Fledermausschwärmen. Huh. Wer da? Steckt euer Eisen weg oder es gibt eins auf die Mütze. Was habt ihr hier zu schaffen? Herr Sol? What? Oh, ich bin hier mit dem Schicksal verabredet. Oh, der Kerl aus dem Inn. Wisst ihr noch, Freunde? Wenn ihr weiter so geschwollen daherredet, setzt es was! Hier geht's um Leben und Tod, also Klartext bitte! Ihr habt die Manieren eines Bauern. Guter Mann. Scheint jedoch das Herz am rechten Fleck zu tragen. Quatsch, mein Herz schlägt links. Wie bei jedem normalen Menschen. Er meinte am richtigen Fleck, Grandy. Euer finsterer Gefährte hat ja seine Maske abgenommen. Sei's drum. Ich habe ihn schon beim ersten Mal erkannt. Seid mir gegrüßt, Herr Melfer, Sohn des Unaussprechlichen. Auch euer Ruf ist euch vorausgeeilt, Herr Einur. Wie bitte, Herr Einur? Einur. Aber die Zeit ist zu knapp, um Höflichkeiten auszutauschen. Habt ihr eine Frau gesehen, dunkelblond, um die 30 Jahre alt? Durchaus. Sie kam hier eingestürmt, während ich noch mit dem Empfangskomitee beschäftigt war. Wisst ihr, wohin sie gegangen ist? Ich muss entschuldigen, aber ich war leider zu beschäftigt, um mich von der reizenden Dame ablenken zu lassen. Sei's drum. Wir werden sie auch so finden. Sie wird sich wohl irgendwo im Haus verkrochen haben. Wollt ihr euch nicht uns anschließen? Wir könnten einen zusätzlichen Schwertarm gut gebrauchen. Das Angebot muss ich leider ablehnen. Eine dieser Kreaturen hat mich am Arm erwischt und die Wunde muss versorgt werden. Wie ihr wünscht. Bis später dann. Nein. Können wir euch mit eurer Wunde helfen? Danke, aber ich komme zurecht. Okay. Leer. Der Kerl ist hinüber. Ah, Freunde, was ist hier nur los? Der Helbe hält uns auch ganz schön im Blick, ne? Da rausgucken? Nein. Freunde, was ist hier los? Ich werd noch wahnsinnig hier, ohne Witz. Ich würde gerne wissen, was hinter der Tür ist. Speichern wir es bestimmt ab. So. Ach schon, wir haben ja schon gespeichert. Aber Freunde, was hinter dieser Tür verborgen ist, das sehen wir beim nächsten Mal. Unterwegs in die Easterburg. Bis dahin, Freunde. Rock your life, everybody. Cheerio. Das ist ja wohl nicht wahr jetzt, ey, oder?